9 Uhr und 10, sag ich jetzt mal, da steht 09, das sag ich nicht. Schönen guten Morgen, mal Radio im Schalippe. Die letzte Stunde hat geschlagen für meine Wenigkeit. Marvin Fischer bei mir im Studio. Und wir hatten eine Menge Spaß, mein Lieber, ne? Ja, das war echt eine richtig geile Zeit. Am schönsten finde ich übrigens, dass der Marvin mir immer ganz viele tolle Drops gesammelt hat. Drops, das sind so Sachen wie diese hier. Guten Tag, hier ist Micky Krause, der Mann mit den 10 nackten Friseusen und ihr hört Radio Emscher Lippe mit Dirk Große Schlamann. Den Mann kenne ich nicht, aber er hat einen schrecklichen Namen. Aber er macht eine gute Sendung. Viel Spaß. Da sieht man auch richtig den Zettel, den er voll hat. Dirk Große Schlamann. Krause fand ich persönlich natürlich total genial, aber du hast mir den absoluten Knaller geholt. Heino. Und Heino hörte sich dann so an. Wir haben das gekürzt, weil der Typ sich so oft verlegt. Das war der Hammer. Hallo, meine lieben Freunde, hier ist Heino. Und mein Enzian blüht am besten, wenn ich morgens Radio Emscher Lippe am Morgen höre mit Dirk Große Schlamann. Das ist widerwärtiges Kino im Kopf, oder? Ich will nicht wissen, was Heinos Enzian ist und wenn der morgens blüht. Vor allem, was macht er dann jetzt, wo du weg bist? Oh Mann, ich weiß es ja auch nicht. Der verblüht alles. Übrigens, mein Lieblingsdrop ist dieser hier. Vielen Dank an Jesko von Eichmann, der hat den nämlich geholt. Ich bin Wladimir Klitschko. Sie hören 98.7 Radio Emscher Lippe mit Dirk Große Schlamann. Ein unschlagbarer Typ. Einen wunderschönen guten Morgen. 3:03. Marvin Fischer, das Wetter für unsere drei Städte, bitte. Zum letzten Mal mit dir. Ja. Ist schon komisch, wenn man das hört. Ja. So, jetzt wird's ernst. Die letzte halbe Stunde für mich bei Radio Emscher Lippe geht mir ein bisschen nahe. Ich hoffe, Sie merken es nicht unbedingt ganz so dolle. Wir hören gleich nochmal rein in mein bewegendstes Spiel. Und das hörte sich ja immer bei Schalke pur ungefähr so an. Zajinovic und Manuel Neuer. Entschuldigung, das ist nichts für meine Nerven. Ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Pillen. Meine Güte, nee. Die Flanke kommt rein von Selim Thebe an den zweiten Pfosten. Rafinha dazwischen. Meine Güte, nee. Ich krieg einen Kasper hier, verdammte Mann. Wir hören rein ins Pokalfinale. Das große Spiel, was ich moderieren durfte. Ich hätte natürlich lieber die Meisterschaft genommen. 9:38 Uhr. Schönen guten Morgen bei Radio Emscher Lippe. Marvin Fischer habe ich mir auch nochmal ins Studio geholt. Komm, ich will die Zeit nochmal ein bisschen genießen mit dir, die ich noch habe. Halbe Stunde noch, na, fast 20 Minuten nur noch. Der große Schlamann bei Radio Emscher Lippe. Marvin, wir hatten eine geile Zeit. Ja, muss man klar auf jeden so sagen. Fall. Gar keine Frage. Aber das ist natürlich auch, das wissen ja ganz viele gar nicht. Das ist ja hier so in der Frühschicht. Es ist ein relativ überschaubarer Haufen hier in der Redaktion. Und wir haben jetzt echt fast ein halbes Jahr durchgepowert. Nur wir beide. Ja. Aber zwischendurch gab es mal Gäste, aber im Prinzip haben wir fast alle Sendungen zusammen gemacht. Und da muss man ja miteinander auskommen, ja? Eigentlich können wir uns nicht leiden. Nein, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Wir haben uns arrangiert. Das Schöne ist, der Marvin wird jetzt alle meine schönen Sachen übernehmen, die ich immer gemacht habe. Hieß bei uns immer Crazy in Gefahr. Ich war ja zum Beispiel beim Waxing, Sie erinnern sich? Gott, wie eine kleine Affe. Ja, wie eine große Affe. Und solche Sachen wird in Zukunft dann der Marvin natürlich übernehmen und auch ihr Ansprechpartner in Sachen Schalke sein. Ja, für alle, die jetzt denken, mein Gott, der Fischer, was soll er machen? Ja, ich habe mich auch gefragt, was das soll. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Blink 182, all the small things. Wir rocken uns, oder ich rocke mich, weg von Radio Emscher Lippe rein ins Fernsehen. Es war eine geniale Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. So, mit meiner Musik verabschiede ich mich hier. Blink 182, all the small things. 9:42 Uhr haben wir es. Marvin Fischer bei mir im Studio. Wir unterhalten uns über meine Lieblingsgeschichte hier. Das war natürlich nicht nur morgens hier, sie wach zu machen, sondern natürlich Schalke pur. Ach, das war richtig genial. Das hat so Spaß gemacht, das geht gar nicht. Ja, das glaube ich dir. Das hat man dir auch immer angehört. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch nochmal ein paar Sachen von dir angehört. Ganz einfach, um nochmal nostalgisch in Erinnerungen zu schwelgen. Und ich muss sagen, ich habe eine Szene gefunden, das war wahrscheinlich aus deinen ganz frühen Tagen. Die fand ich einfach sensationell. Hören wir nochmal rein. Das war im Spiel gegen Mainz. Und jetzt wieder 100% Leidenschaft. Radio Emscher Lippe, Schalke pur. Die Schalke-Show. Ich bin Fabian Hölscher und wir gehen wieder sofort rüber nach Mainz. Zu dir, große Schlamann. Es läuft ganz gut, ja. Wie man hört. Du Sack, das geht ja gar nicht. Radio Emscher Lippe mit dir, große Schlamann, Schalke pur. In Dubai würde ich mich so anhören. So, ich habe mir den ganzen Morgen überlegt, was ich am Schluss sage. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe angefangen vor 11 Jahren hier.
Das war mir am Anfang des Jahres, Anfang der Woche gar nicht so ganz bewusst. Als Halbjahrespraktikant. Ich bin übrigens der Einzige, der hier mal als Praktikant Geld verdient hat. Ja, da gucken immer alle Praktikanten ganz doof. Danach war ich freier Mitarbeiter während meines Studiums, habe hier meine Ausbildung gemacht, habe angefangen in der Nacht zu moderieren. Nachts von 0 bis 4 Uhr. Ich weiß nicht, wer mich da gehört hat. Auf jeden Fall schon mal herzliche Grüße. Und ich habe mich dann irgendwo weiterentwickelt, durfte den Nachmittag moderieren und danach dann wirklich den Morgen und dann Schalke kommentieren. Ich erinnere mich ans erste Mal im Camp Nou. Ja, in Barcelona, in Barça durfte ich das erste Mal meine Blauen moderieren. Und das war einfach nur geil. Ich danke Ihnen für Ihre Treue. Vielen Dank. Ja, und tschüss, würde ich sagen. Ne? Der große Schlamann bei Radio Mschalippe. Wow, ich habe sogar fast geweint. Ich habe es geschafft. 9.51 Uhr. Tschüss.